Einen ganz neuen Blick auf Schneeberg eröffnet die Kellerführung. Im Jubiläumsjahr war Premiere und seitdem gehen interessierte Schneeberger sowie Besucher aus nah und fern regelmäßig auf Entdeckungsreisen. Die Vision: Geschichte hautnah erleben. Beginn der Erkundungstour ist in Wiesental. Danach geht es in die Keller. Schon auf dem Weg dahin erfährt der Besucher Erstaunliches. Denn wer hätte es gedacht, in Schneeberg war früher alles voll mit Weinbergen. Also schon eine ganz beachtliche Fläche. Schneeberger Weinanbaugebiet begann also unten an der Ammerbacher Gemarkungsgrenze im Küsterlein, zog sich dann hier den ganzen Südhang des Sommerbergs entlang. Hier im Mittelteil kann man noch sehr gut sehen, wie hoch dieses Weinanbaugebiet ging, nämlich bis hinauf zur Neudorfer Straße, etwa auf 300 Meter Meereshöhe, sind diese Weinbergsmäuerchen heute noch zu sehen. Dann ging es weiter den Hang entlang, bis hinaus hinter Schneeberg in die Gemarkung Goddersklinge bzw. unterhalb die Jungen Wengerte im Bereich, wo wir schon an der Straße nach Rippberg sind. Rund 2 Kilometer betrug die Gesamtlänge des ehemaligen Weinbaugebiets. Das ist schon, was der Oberfläche war. Ne? Auch heute findet man über den Berg verteilt noch zwischen 20 und 30 Kilometer Weinbergmäuerchen. Genau, die ist allgezeichnet. Überbleibsel einer jahrhundertalten Tradition. Heute noch Weinort Schneeberg kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass Schneeberg mal ein Weinort war. Kein Kuhdorf, kein Bauernkaff. Nein, Schneeberg war mal ein Weinort. Hätte ich nie gedacht. Nach dieser Erkenntnis geht es gleich weiter zur nächsten Station. Denn hinter jeder Tür wartet Geschichte darauf, neu entdeckt zu werden. So, zügig reingehen. Der Zeitplan ist eng, das Pensum groß. Wenn auch versteckt, stößt man bei der Kellerführung auf viel Überraschendes. Ich bin jetzt bei der dritten Kellerführung dabei und ich lerne jedes Mal zu. Diese Kellerführung, das ist einmalig. Schade, dass mein Papa nicht mehr lebt. Den hätte ich dazu eingeladen. Der wäre glücklich gewesen über Geschichte. Dem hätte es auch gefallen. Obwohl er nicht von Schneeberg kommt, der kommt von der Höhe. Wir haben keinen Gewölbekeller gehabt, aber genauso gut im Hoch wie in Schneeberg. Die Keller, die sind verborgen hier in Schneeberg und das ist das Besondere dran. Dass man das also nicht auf Anhieb sieht, was hier eigentlich an historischen Dingen da ist. Wir befinden uns hier im Keller von Horst Makun. Die Besonderheit an dem Keller ist, dass dieser Keller ursprünglich gesechzehntelt war. Man sieht es hier noch an den großen Stellsteinen. Und auf den Stellsteinen war früher ein Gitter, das fast bis zur Decke gereicht hat. Dass auch ja kein Nachbar das andere Abteil übergreifen konnte. Ganz anders bei der Kellerführung. Hier sind Übergriffe ausdrücklich erwünscht, solange es sich um den Griff zum Moschglas handelt. Probieren geht über Studieren. Deshalb muss niemand auf dem Trockenen sitzen. Hier beginnt jetzt der Praxisteil der Führung unter fachmännischer Anleitung. So, wir zapfen jetzt den frischen Apfelwein nach bäuerlicher Art. Man hört schon, wie er kluckert in der Geruch. Es sollte nichts daneben laufen. Ach, das sind doch schöne Geräusche. Und jetzt schenken wir den in so ein Original-Moschglas, wir sagen Riffelglas. Dazu gibt es auch einen schönen Schneeberger Trinkspruch und der lautet: Nase gibt es verschiedene Arten. Langi, Grummi, Rodi, Gradi. Doch so ein Schneeberger Nas passt in jedes Riffelglas. Prost! Prost! Prost. Unser Adult, unser Altgekinder, hat den größten Durst, deswegen darf er Anu. So, auf geht's, geh mal rein. Kopf. Genau das hatten wir schon einmal. Zeit gibt es bei der Kellerführung nicht zu verschwenden und so bekommen die Besucher Zugang zu einem weiteren Kapitel Schneeberger Traditionen. Hier haben wir einen bäuerlichen Most, der seit Hunderten von Jahren in Schneeberg gekentert wird. Und unser Apfelexperte Michael Meixner kann mal erklären, welche Äpfel in so ein bäuerlicher Most unbedingt rein müssen. Gilt der Grundsatz Saft und Säure. Also es muss ein gewisser, ein stärkerer Anteil säurehaltiger Äpfel dabei sein. Was wir hier in Schneeberg immer sehr gerne nehmen, das sind der rote Trierer Weinapfel und der rheinische Bonapfel. Zwei Sorten, die seit gut 200 Jahren so sozusagen im Mostgeschäft die Äpfel schlechthin sind.
Früher hat man auch aufgrund der wilden Nachzucht von jungen Stämmen durch der Dresdner halt auch die Wildlinge einfach so genommen, wenn sie gut ausgefallen sind. Und dann so ab 1880 rum hat sich langsam so ein bisschen was getan in Sachen Obstsorten, auch aus überregionalen Bereichen. Dann kamen einmal diese guten Esssorten wie der Buskop zum Beispiel her. Die nimmt man normalerweise nicht zum Kellnern. Was halt gern zum Kellnern genommen wird, neben den zwei genannten noch, ist der Lorerambor. Der macht sich sehr gut. Gebrühe, Gewürzluigen ist so eine alte Sorte. Und speziell noch in Schneeberg auch ganz gern der Wöberschambor. Das ist ein Apfel, der stammt eigentlich aus Trennfurt. Kam erst so aus den 20er, 30er Jahren durch die Dumbacher Schmari, hat man immer gesagt. Das war die Frau vom alten Bürgermeister Dumbacher auf Schneeberg. Und weil er aus Weilbach war, hat er an der Apfelhof doch geheißen, ist ein Weilbacher Apfel. Davon nimmt man gerne eine Kostprobe. In veredelter Form, versteht sich. Und frisch gestärkt ist man auch wieder aufnahmebereit für Neues. In geselliger Runde lässt es sich aushalten. Es ist immer lustig und die Gemeinschaft und von früher wird erzählt. Ja. Also es ist wunderbar. Ach, diese Keller haben eine Seele. Nicht nur die Keller, alles hat eine Seele und das sollte eigentlich in Schneeberg weitergetragen werden, dass die Jugend, unsere Nachfolger, auch noch ein Stück von dieser Seele kennenlernen. Ich bin ja eigentlich mit den Kellern hier aufgewachsen als Junge. Ich habe hier in Kellern übernachtet, ich habe die Keller als junger Bursche erlebt. Doch was zeichnet einen typischen Schneeberger Keller aus? Wir stehen hier in einem typischen Schneebercher Gewölbekeller und an dem Beispiel möchte ich mal aufführen, was die besonderen Merkmale vom Schneeberger Gewölbekeller sind. Zunächst einmal fängt es an mit diesem sogenannten Tonnengewölbe über uns. Der Keller hier ist ja auch sehr hoch ausgeführt worden, deswegen war hier Platz für eine zweite Ebene. Man hat also hier mit Eisenringen Balken aufgehängt und über die Balken hat man dann Bretter quergelegt und hier so eine zweite Ebene gewonnen und zum Lagern genutzt. Hatte natürlich den Vorteil, man konnte oben empfindlichere Sachen hinstellen, die dann unten in dem Weg waren, wenn man mit Kartoffeln, mit Most oder mit anderen Sachen rummarschiert ist. Zu den Schneeberger Kellern typisch gehört auch ein Lehmboden. Der wirkt einfach klimatisch ausgleichend, nimmt Feuchtigkeit auf und wenn es sich erwärmt, verdunstet er, das sorgt dann wieder für kühle und damit für gleichmäßige Temperaturen. Hier an der Rückseite sieht man die in Schneeberger Kellern typische Nische, in der üblicherweise empfindlichere Lebensmittel oder kostbare Lebensmittel untergebracht waren. Hier waren es zum Beispiel die Eier, die man für den Winter eingelegt hat. Hier oben im Gewölbe sieht man auch gut den Durchlass nach oben zum Kelterhaus. Hier wurde also früher der gekelterte Most mit Schläuchen direkt runtergelassen in die Fässer hier unten. Und diese Löcher haben noch einen zweiten Zweck erfüllt. Wenn wirklich mal warme Luft reingekommen ist, konnte die sich am höchsten Punkt im Gewölbe sammeln und nach oben abziehen. Der Keller befindet sich immer noch in Nutzung und man kann sehr gut sehen, wie er in der Vergangenheit genutzt worden ist. Hier stehen zum Beispiel in der Ecke noch die verschiedenen Ständer für Fleisch, für Kraut, für die Bohnen. Man sieht auch noch, wo der Sandhaufen in der Ecke war, in dem er über den Winter das Gemüse eingeschlagen hat. Zum Beispiel gelbe Rübe, zum Beispiel Kohlrabe, die man dann hier einfach über den Winter gebracht hat. Hier drüben sieht man dann auch noch die Abteile, wo die Kartoffeln im Herbst eingelagert worden sind. Unterschiedliche Abteile für die Speisekartoffeln, die Saatkartoffeln und die sogenannten Sollkartoffeln fürs Vieh. An der Oberfläche findet man noch weitere Merkmale, typisch für Schneebergs Keller. Das ist die Besonderheit in Schneebergs Kellern. Das ist ein Kellerschieber, das ist eine Belüftung für die Keller. Es gibt in Schneeberg 26 Kellerschieber. Das ist das Motiv Hostie mit einem Kreuz. Und es gibt noch Motive, ein X, für Christus steht das Motiv. Und dann haben wir noch das Motiv Kelch. Alle drei christliche Motive. Und die Besonderheit sind die 26 Stück in Schneeberg. Der Grund ist, dass hier viele Keller am Sonnenhang gebaut worden sind und die mussten vor der Sonneneinstrahlung geschützt werden, die Keller. Und man kann sagen, das sind wie alte Rollläden, wenn man sich das vorstellt.
Neben dem Keller und dem Most ist das Kälterhaus der dritte im Bunde. Ja, wir befinden uns hier an einem der letzten Kellerhäuser von Schneeberg, und zwar in dem Seifen, nennt sich das Gebiet hier. Der Seifen hat hier auch die größte Kellerdichte von ganz Schneeberg. Wir sind aufgereiht wie am Perlenschnur, ein Gewölbekeller nach dem anderen. Dieses Kälterhaus hier, wie man sieht, das ist ein uraltes Kelternhaus. Es hat mehrere hundert Jahre schon auf dem Buckel. Ganz so lange sollten Sie nicht warten, um an der Kellerführung teilzunehmen. Einen kurzen Einblick haben Sie bereits bekommen. Doch es gibt noch vieles mehr zu entdecken. Alles können wir Ihnen an dieser Stelle leider nicht verraten. Die Kellerführung war echt klasse. Also man hat viel gesehen über die verschiedenen Keller. Das ist wirklich eine klasse Tour. Ja, es gefällt mir sehr gut. Ich bin begeistert, weil ich selbst so einen Keller besitze und jeden ermutigen kann, so einen Keller zu besichtigen und dahin zu gehen. Also ich bin die zweite Kellerführung dabei. Also wunderschön. Und heute gehe ich wieder selig heim und sage, ach, wie war das ein schöner Abend. Schauen Sie einfach vorbei und machen Sie mit. Dann verraten wir Ihnen unter anderem, wo Schneebergs ältester Keller steht und wo der Battle der Most höhlt. Viel Spaß und hoffentlich bis bald. Prost! Prost!